So, jetzt ist die Frage. Wo steht, dass es alkoholisch sein muss? Im Kleingedruckten. Im Katzengesetzbuch. So. Es sei zu bedenken. Warte, warte mal bitte kurz. Kurz. Kitty, ich habe Chrome und ich habe mir als Erweiterung runtergeladen Twitch Multistream. Musst du da mal gucken, musst mal googeln. Okay, fertig. Danke. Was wollte ich denn jetzt sagen? Weiß ich nicht. Entschuldige. Das habe ich aber komplett rausgebracht. Ich wollte ihm was sagen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Also. Und zwar, da das Ganze hier auf YouTube kommt, ich bitte in den Szenen, was ihr machen dürft, sind zum Beispiel Jumpscares, die dürft ihr von mir aus gerne reinhauen. Was lange Soundalerts angeht, ich habe leider nicht alle beschriftet mit lang, habe ich vorhin vergessen. Nicht unbedingt in den Szenen, wenn wir rumlaufen und gucken oder wenn ich lese, könnt ihr das von mir aus reinpfeffern, wie ihr wollt, da könnt ihr alles rausholen. Wenn geredet wird, bitte keine Alerts, weil das ist ein bisschen blöd für mich rauszuschneiden. Ich kann zwar auch Mappas Tonspur nehmen, ist aber das Problem, ne, wegen... Genau das. Wegen, sie hat ja andere Szenen als ich. Deswegen ist, ne, wäre es ganz gut. Was wir auch ich machen... Auch vorlesen? Das bleibt dir überlassen, du kannst das auch so lassen. Ich muss ja wissen, wie du das gerne haben möchtest. Also ich lese. Ich lese tatsächlich. Gut, dann muss ich mich für derzeit dann im Discord muten. Ja, das wäre dann das Zweite. Da unsere Szenen wahrscheinlich unterschiedlich lange gehen. Ich mute mich jeweils im Discord. Also solltest du dich dann natürlich auch. Damit wir uns halt nicht gegenseitig hören, während wir da in den Szenen sind. Also wir reden dann, wenn wir laufen. Also am besten fängst du dann das Gespräch an, weil ich sehe dich leider nicht. Ich muss leider Discord offen haben, damit ich sehe, ob ich entmutet bin oder nicht. Sonst hat lacht das Chat mich wieder aus. Und nein! Das Numpad ist aus. F9 kann nicht Num9 kann nicht gedruckt werden. Das wäre dann das nächste. Ich muss aber einmal gucken, funktioniert die Taste? Nö, funktioniert. Doch. Ha, funktioniert doch. Ich hatte die falsche Taste. Was war das? Weiß ich nicht. Was ganz Unheimliches. Was ganz Unheimliches war das. Ganz ekelhaftes Geräusch auf meinem Ohr. Okay. Also. Das geht. Wunderbar. Ich hoffe, es hören mich noch alle. Nicht, dass ich hier gerade irgendwas gedrückt habt. So. So. Jetzt müsste ich eigentlich... Ah nee, dann sehe ich das nicht mehr. Oh. Ich habe einen Monitor zu wenig. Auch? Ja. Ich hab deinen Stream schon auf dem Laptop neben mir laufen. Also, sagen wir es so, mein zweiter Monitor, der ist gerade alles überlappend. Das sieht witzig aus. Auf dem zweiten habe ich jetzt OBS auf und da drüber liegt bei mir dann in der Ecke Discord. Ja, okay, ja gut, so geht's auch. Kann Kitty machen. Kitty müsste sogar die Erlaubnis haben, Links zu posten. Wenn nicht, müsstest du einmal Permit eingeben. Plus Namen, also dein Command. So. Einstellung nochmal kurz prüfen bei mir. Ob das auch wirklich alles passt. Ich mache hier, wo weiß ich, nochmal ein bisschen weniger. Ich kenne ja den Chat mit leiser, lauter und so weiter. Möchtest du denn? Ja, ich möchte wirklich speichern. Grafik sollte passen. Habe ich ja zum letzten Mal nichts verändert.
Okay. Wunderbar. So, Man of Medan, spielen nicht alleine. Nein, wir spielen nicht alleine. Gemeinsame Story, Filmabend. Ja, wir machen uns einen Filmabend und ich gebe dann einfach den Controller durch die Leitung. Was habe ich damit zu tun? Nun. Darüber habe ich meine Multi-Dings immer. Ah, okay. Okay, gemeinsame Story. Einladen. Mappa. Ja. So, jetzt noch mal ein letztes Mal raustappen. Merk das schon, bin schon wieder hier verwirrt. Ja, ich auch. Ich bin komplett verwirrt. Okay. Huch. Nein, das wollte ich nicht. Wie kann ich denn jetzt das Ding... Ah ja, so kann ich es schieben. Okay. Wein weint schon, wir haben noch gar nicht angefangen. Nee. So. Okay. Müsste ich drin sein. Neue Story. Neuer Platz. Ja, starte ich als Joe oder starte ich als Charlie? Charlie Harper. Charlie Harper. Charlie Harper. Okay. Please. hast du eine Vorliebe, als wen du starten möchtest, oder ist es dir egal? Mir ist das egal. Okay, dann starte ich jetzt Joe. Egal. Achso, einmal Licht. Licht immer. Achso, Licht aus. Können wir nicht doch lieber mein Little Pony spielen? Nein! Können wir nicht. Würde ich auch lieber. Oh, ist das überhaupt schon draußen? Da. Nein, meine Fischstäbchen. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. 你能搏斗吗，勇士？ Kann ich kämpfen? Hey, gib mal einen Porter. Ja, was denn, ich hab Hunger? Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Dann mal los. Was erwartet mich, Alter? Ähm.
Was wird aus meinem Sohn? Also ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird er... Wird aus ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Nein! Entschuldigung. Benutzt er so aus, weil okay. Drachenstein oder Bambusstein? Bambus. Ja, okay, dann nehmen wir den Bambus. Mischling machen. Drachen. Zu spät. Einfach schneller. Okay, Kumpel. Teil doch mal dein Glück mit uns. Ja, klar. Ich glaube, Drachen hat sie aber beim letzten Mal. Viel Glück. Hast du vielleicht noch einen Quarter dabei? Was bin ich denn? Eine Bank? Jo. Ich probier's mal. Er hat sich natürlich umzuschlagen. Ach, du grüne Nonne. Oh Gott. Oh Gott. Das war die falsche Taste. Ah, okay. Oh. Da krieg ich erstmal von mir einen drauf. Ah, schön. Geil. Okay. Oh. Nee. Oh Gott. Ich hasse Quicktime-Events. Nein. Und... Oh, Kacke. Ja, gut. Ja, gleichfalls. Peace, Bruder. Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Genau, Mappa. Wir müssen wieder zurück. Gut, Mappa hört mich ja gerade nicht, aber... Ne? Run away. Ab in die 2! Frachtraum Nummer 2! Jetzt brauchst du noch keine Angst haben, Ryan. Jetzt passiert doch nichts. Noch nicht viel, jedenfalls. Okay.
Ob es da stinkt? Okay. Papa, bist du durch? Ja, das kann witzig werden. Papa? Ja, bin ich. Aber ich muss immer raustappen, um das Mikro anzumachen. Mhm. Kannst du nicht eine Shortcut machen? Wenn du mir jetzt fix erklärst, wie das geht. Geh mal unten auf die Benutzereinstellung. Bei Discord. Ja, bei Discord auf das Zahnrädchen. Ja. Dann bei Hotkeys. Da, ja. Und dann müsste da irgendwo so ein Feld mit Aktion stehen oder so. Da kannst du dann, glaube ich, irgendwie einstellen. Bei Mikrofon ein- und ausschalten und dann Hotkey, die jeweilige Taste für. Ja. Ja, das kann ich dir leider nicht erklären, weil irgendwie bei mir war es halt auch mega komisch. Ach, oder auf Hotkey hinzufügen. Auf Hotkey hinzufügen und dann kannst du Aktionen zuweisen und dann kannst du die Hotkey. Okay, so geht's. Okay. Auf Hotkey hinzufügen. Das tue ich mir hier eigentlich an, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Oh, super. Ja, funktioniert, danke dir. Okay, super. Warte, jetzt muss ich selber. Jetzt muss ich das wieder. Das Fenster wieder dahin. Okay. Entschuldigung. Ah, ja, alles gut. Ich hab's mir ja selbst so blöd eingelegt. Das wird witzig. Das Schlimmste ist, ich glaube, ich hab den, der diese komischen Sachen sieht, ne? Ich hab keine Ahnung. Aber Ryan hat gefragt, ob das Absicht ist, dass du bei mir zu hören bist. Ich weiß jetzt aber nicht, in welchem Zusammenhang. Ob ich in deinem Stream zu hören bin? Ja, das ist Absicht. Das soll so sein. Oder wie? Ja, ach so, vom Laptop. Ja, ich habe den Stream jetzt stumm gemacht. Das kann sein, dass es vom Laptop die Tonspur war. Also ich zähle jetzt nicht als Viewer. Ich musste den jetzt komplett stumm machen, denn. Nee, achso, du musst einfach nur die. Nicht stumm machen, sondern einfach nur den Tab stumm schalten. Ja. Dann zählst du trotzdem als Viewer. Also wenn die Streammusik noch an ist, aber du den Tab einfach nur stumm geschaltet hast, zählst du als Viewer. Das ist ganz blöd. Nee, erledigt. Okay. Weil so habe ich es bei dir nämlich auch gemacht. Ich habe zwar deinen Stream offen, Lautstärke läuft doch, aber der Tab ist gemutet. Oh Gott, ich habe eine andere Aufnahme von meinem Gesicht. Hey, ich habe schon Augen. Okay. Little Hope ist echt noch schlimmer als Medan. Ernsthaft? Oh Gott. Wer sagt das? Damien. Ich habe jetzt schon Schiff. Wir haben noch gar nicht angefangen damit. Ich weiß aber, was mich bis zu einem gewissen Punkt. Oha! Was zum Teufel? Ich wollte gerade sagen, ich weiß, was mich bis zu einem gewissen Punkt erwartet. Scheiß weiß ich. Hübsche Augen, was? Das war ein Scherz! Da hast du keine hübschen Augen! Du hast hübsche Augen, aber das war ein Spaß. Resin vorher, vergiss es. Das ist bei mir dann, ist es nicht mehr schlimm.
Ich hab's bis zu einem gewissen Punkt gespielt, aber ich, danach habe ich mich nicht mehr weiter getraut, weil Angst. So. Immer wieder entmuten. Ich glaube, wir müssen uns besser absprechen. Ja, ich sehe das bei nicht. Also. Doch, aber dann sehe ich bei mir den Chat nicht mehr. Aber gut, lesen ist, glaube ich, nicht so das Problem. Du sagst nicht aus meinem Loch raus. Dann sagst du einfach, du halt die Fresse, ich lese. Okay. Ist, glaube ich, einfacher, zumindest dabei. Die Szenen. Und die Steuerung ist ja auch ganz schön, wa? An Papa, komm bald zurück. Ja gut, das kann ich auch so lesen. Da probiere ich mir nicht umschalten. Warte, ich habe wieder was zum Lesen. Okay. Okay, doch nicht, hat er wieder weggepackt. Dann nicht! Weißt du, dann schalte ich mich nicht mehr stumm! Zum Glück stimme ich dich. Ja, das wäre echt zu krass, als das mal mit einem Kumpel gespielt. Nee, das lasse ich alle. In VR würde ich das auch nicht spielen. Habe ich hier nichts zum Lesen? Ich war der Meinung, ich hätte ja auch was zum Lesen. Kannst du mich jetzt mal bitte befreien kommen? Ich komme nicht aus meiner Hütte raus. Oh, Entschuldigung. Ja, ich komme ja schon. Ich bin ja schon da. Ist das fies, du hast einen Schlüssel. Ja, dafür habe ich aber schon den ersten Jumpscare gehabt. Geht ja nicht, ich hocke in der Zelle. Ich glaube, ich habe auch den schlimmeren Anfang. Ich sehe, glaube ich, die ganzen lustigen Sachen. Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war... eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier! Das fällt dir jetzt auf. Ach ja. Vielen Dank für die Rettung. Gerne. Na, wollen wir in deine Zelle zurück? Ja. Oh. So werden wir heute aber nicht fertig, du. Nicht? Ich spiele das jetzt schon nicht mehr weiter. Oh nein. Drücke A. Oh nein, nein, nein. Angst. Was ist hier? Okay, komm mal nicht rein. Schade. Nein! Geh da rum! Fett Arsch. Oh. Warum muss ich mich vorgehen? Was zur Hölle? Oh nein. Oh, ich will nicht. Ich kann mich. Wollen wir tauschen? Können wir bitte tauschen? Ich will nicht mehr.
Warum? Was war denn du? Siehst die Sache nicht mal, das ist das Schlimme. Du siehst nicht mal, was passiert. Ich sehe Dinge. Ich sehe fürchterliche Dinge. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ist hier noch irgendwas? Der kommt bitte auch nicht rein. Ah. Mein Herz. Hey, Joe, hilf mal. Okay. War wohl nix. Okay. Und drück. Totale Scheiße. Entschuldigung. Baby, Baby Yoda. Ha, diesmal hat's nicht geklappt. Baby Yoda. Ding da hingepackt. Baby Yoda. Hab ich sie nicht erschreckt? Nee, diesmal nicht. Verdammt. Lag aber vielleicht daran, dass sie hier direkt in deinen Schreckmoment. Ich hab Hunger auf den Baby Yoda. Oh. Nee, gar nicht. Noch eine Leiche. Oh, schade. Scheiße. Nee. Lecker. Gar nicht finden creepy, das Spiel. Ich dein Freund finden creepy. Ja, das auch. Den finde ich. In den Ohr abbeißen? Oh ja. Ah. Hm, lecker. Hab den Ohr gekaut. Hübsche Leiche. Ob da die Leichenstarre schon eingesetzt hat? Guck mal, da ist Mappa. Sieht aus wie Reihe. Oder wie hieß er? Schon? Hab den Namen vergessen. Der schmeckt gut. Ja, das schmeckt richtig geil. Hätte ich gar nicht gedacht. Doch, ich liebe es. Ich dachte, das wäre so ein ekelhaftes Kindereis. Es ist ein Kindereis, aber kein ekelhaftes. Du musst L drücken. Nee, nee, also. Ich glaube. Nee, A habe ich schon gedrückt. Das Schlimme ist, wir müssen hier runter. Geht's weiter. Na. Oh. Das ist mega lecker. Ja, sag ich doch. Ich will wieder was anderes essen. Oh, Käse! Hey, ich hab nicht mehr so viel von dem Käse. Ich hab mir den extra zum Schluss aufgehoben. Magst du den? Hä? Magst du den? Ja. Deswegen hab ich mir den extra zum Schluss... Oder ja, heb ich mit dem... viermal so teuer wie normaler. Aber auch viermal so lecker wie normaler. Ach so, ich stand da. Hast du noch gar keinen Moose gegessen? Doch. Das ist übrigens kein Bison-Zeugs. Ah, okay. Also Leberwurst wahrscheinlich, ne? Mhm. Hätte er um schneller zu gehen. Mhm. Gut. Das von Bison ist also, auch lieber. Geht das bloß mit? Echt? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Jack. Bin ich der Einzige? Toll. Beste Gesellschaft. Gehen wir hoch an Deck. Ja. Mach das, okay. Kitty. Einverstanden. Klar. Viel Spaß, Kitty. Wo wieder eine Sackgasse? Yep. Ich glaube, Bruce, das wartet darauf, dass ich mich erschrecke. Hat er schon verpasst. Ja, 5 Minuten, nachdem ich reingekommen bin, nicht mehr von dir. Ja, weiß ich nicht. Hilfe! 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 Ich hab ein frisches geleckt. Das ist so lecker. Oh nein, ich weiß... Ein frisches geleckt, das ist so lecker. Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Chuck, hast du den Grünen da gesehen? Ich guck noch ein bisschen zu. Nee,
okay? Bist du okay? Ich kenne sie sogar. Mhm, ich kenne sie eigentlich auch. Aber irgendwie... Da liegt eine tote Leiche. Uah, da kam noch Blut raus. Pfui. Man sollte den mal die Mörder stopfen mit irgendwas. Was langen vielleicht. Ja, Paul, ich hab natürlich nur das Messer. Hast du denn geredet? Ja. Oh. Also eigentlich immer dann, wenn der Text ist. Also eben kurz. Jetzt wird's schlimmer. Und der Pro schreibe ich mir gleich wieder. Bei mir jetzt, wo ich nicht hingucke. Okay. Dies macht er nämlich nicht. Aua. Der tat weh. Komm her. Der tat ganz doll weh. Im Ohr. Oh nein. Oh nein, warum habe ich die Szene? Ah, Spinne? Nee. Keine Spinne. Charlie! Kinder lachen. Ich hab grad wen erschossen. Ja, mich. Entschuldigung, Papa. Mayday, Mayday. Ich saß im Schrank. Irgendjemand da? Hallo, hört mich da draußen jemand? Ach, komm schon. Komm schon, verdammt. Was zur Hölle ist das? Won't you spare me over till another
Ach ja. Hallo. Hi. Na? Und willkommen. Auch hier? Danke. In meiner Schatzkammer. Schätze. Wie sie einfach Liebe zeigen in, bei einem Horror-Game. Das ist ja eigentlich Horror. Ey! Ich liebe mein frisches. Mein frisches braucht mal Zuneigung. Ich bin der Kurator. Oh, geil. Geschichten über Liebe und Hass, Gier ja. und Schönheit, Leben und Tod. Genau. Geschichten wie diese. Ja. Ganz deiner Meinung. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Oh, die will gerne wissen. Diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass. Und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn irgendwann alle. Das Doch stimmt. Niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Manchmal werden Sie die Geschichte gemeinsam erkunden, manchmal jeder für sich. Was einer tut, mag dem anderen sinnlos erscheinen. Denn wir haben alle andere Perspektiven. Aber wie im Leben genau, Mama. Alles Konsequenzen. Also Mappa hört mich nicht. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich hoffe, Mappa trifft die richtigen Entscheidungen. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen. Doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Oh, das wäre schön. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Na bitte nicht. Oder das hinterlassene Chaos. Ja, Chaos trifft es ganz gut, ne? Alex, Duke of Milan, motiviert Brads Bruder, Julias Freund, unsicher. Brad, geistreich, Alex Bruder und unschuldig. Hey Bruder! Okay. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Huch. Ey. Wie mein... Er erkennt meinen Controller gerade nicht an. Doch, jetzt. Entschuldigung, Papa. Irgendwie funktioniert mein Controller nicht. Das war ein reiner Controller-Test. Tja, egal. Laden wir alles ein. Das war ein reiner Test. Wahrscheinlich war sie jetzt total verwirrt. Die Kamera war wahnsinnig teuer. Sag mal, was? Julia und Conrad sind, tja, also... Alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann. Bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Oh, Mappa trifft deine Entscheidung. Ey, du weißt doch, dass Neuanfang. Ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja, ja. Halt die Klappe.
Wir sind Kumpel. Nein! Ich verkank aber gerade komplett. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht? Ich ignoriere halt mein Bruder komplett, ne? Überraschung. Und Mann, ich bin kein Geschwisterkind. Also doch, ich bin Geschwisterkind. Aber. Ich verkacke keine erste Linie. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Hey. Oh. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber... Sieht's ja jetzt eh. Ja, trotzdem. Ich habe ja trotzdem eine Schwester. Und ich weiß nicht, was richtig ist. Tale Düfte. Warum trifft Mappa so viele Entscheidungen? Was geht bei ihr? Hör auf deinen Bauch. Der sagt's dir schon. Julia, begeistert, Conrads Schwester, Alex Freundin, unvorsichtig, Conrad, tollkühn, Julias Bruder, entspannt. Boah, hätte ich jetzt schon nicht ab. Oh. Ja. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Oh ja, das bin ich. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefehlt? Lust auf ein Bier? Jede Sekunde. Ha, ha, ganz schön dick aufgetragen. Minuten hätten's auch getan, gleich viel cooler. Cool. Also, super. Erster Tauchgang, wir beide. Liebe Bier. Ich. Falls du jetzt mithältst. Hey, deine Ausrüstung war besser. Sorry, Kumpel. Lahmste Ausrede des Jahres. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Bliss, ungeduldig, Kapitän der Duke of Milan, mutig. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber, So, alle an Bord und bereit abzulegen? Nö. Wenn es dir recht ist, Captain. Okay, Entschuldigung. Ich bin gerne schadenfroh. Genau, lass alles raus. Oh, ja. Zu viel gesoffen oder seekrank? Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. Ja. Oh Mann. Mappa ist Conrad, okay. Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, naja, Tauchen. Brad war sicher, dass es hier Alter, ist. Alter Falter, sieh mal einer ja, wie groß ist die Chance, dass wir die Nadel im Heuhaufen Alex, finden? Komm her! Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt? Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie, wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach
ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack? Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Du meinst, wir sollen nicht tauchen? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit. Gut, aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Ach, ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. Ja, das bist du bestimmt nicht mehr. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Sieh dir mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Gut. Hello. And welcome to my repository. I am the curator of stories. Stories of love and hate, greed and beauty, life and death. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head, or vice versa. And we have to live with those decisions or die by them. Boom. But there are worse ways to go. Unfortunate death. It is the tax one pays for having lived, and it comes eventually to everybody. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken, or whatever mess you've made.